Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße und willkommen zum nächsten Hobby-Update. Ja, ist ja schon Update Nummer 3, ganz hervorragend. Ich fange wieder an, um mich bei allen zu bedanken, die mitgemacht haben, die fleißig die Zeiten genutzt haben, ihre rare Freizeit und hier super geile Arbeit wieder abgeliefert haben. Die Sachen aus dem letzten Monat habe ich jetzt natürlich auch noch alle gesehen, super gut, kann man nicht oft genug sagen. Deswegen starte ich oder möchte mit diesen Danksagungen jedes Mal starten. So, ja, ich hatte letzten Monat erzählt, dass ich diesen Monat was Großes vorhabe und wie ihr seht, ja, es ist nicht groß. Es hat auch gar nicht so viel mit 40k im ersten Moment zu tun, denn das ist ein Modell, wie ihr sehen könnt, das ja, ist bekannt aus verschiedenen Filmen, also einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Reihe, ne? Also das ist ein Predator, den habe ich noch gefunden in so einer Kiste, die ich rumfliegen hatte. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie für irgendwas musst du den benutzen, weil das ein ziemlich cooles Modell ist. Ich bin dann auf den Trichter gekommen, um eventuell dieses Modell zu benutzen, um den als Crewed zu spielen in meiner Tau-Armee. Vielleicht wird es auch irgendwann mal eine eigene Crewed-Armee von mir geben, aber den würde ich gerne spielen als irgendein Charaktermodell, Crewed-Charaktermodell für meine Tau-Armee und vielleicht lässt sich das ja irgendwie einbinden und vor allem später auch mal ausarbeiten, denn meine Tau-Armee ist ja auch, ja, mehr oder weniger, gibt es ja auch nichts Neues zu und vielleicht kann ich den Kollegen nutzen als günstigen Charakter für die Tau-Armee. Ich bin sehr gespannt. Werde euch jetzt gleich, weil ich da auch wieder natürlich, bevor ich dann angefangen habe, rauszukramen und zu bearbeiten, habe ich erstmal Fotos gemacht. Und im nächsten Step werden wir dann schon ein bisschen andere Sachen sehen. Dann werde ich den bebased haben und da hat er noch ein paar Upgrades bekommen. Aber dafür würde ich sagen, schwenken wir jetzt um auf das bewegte Bild. Ja, kaum gesagt, schon zurück. Und wie ihr sehen könnt, thront der da jetzt schon auf der Base, inklusive Base-Gestaltung. Aber noch keinen Bemalschritt vorgenommen, denn wie gesagt, Step by Step. Vielleicht wird ja auch das nächste Video zur komplett bemalten Miniatur fertig werden. Je nachdem, wie es die Zeit erlaubt. Aber ich wollte jetzt mal versuchen, so viele Zwischenschritte wie möglich anzubauen. Und ja, die Idee, ich habe ja schon gesagt, der soll ja zu den Tau als Charaktermodell kommen, aber als Crewed-Auswahl, als Crewed für die Tau. Ihr versteht, was ich meine. Ich denke mir da, der Predator an sich, der gemeine Predator ja generell immer im Dschungel ist, soll der später auch mehr im Dschungel tarnen oder irgendwie bräunliche Farben bekommen. Ich wollte auf jeden Fall wieder, dass der was höher steht, deswegen habe ich zwei dicke, fette Korkplatten benutzt. Ja, da der aber so groß und breit dahin stand und ich wollte noch ein paar Leichenteile unterbringen, musste ich mir was einfallen lassen. Ich habe den also, wie ihr sehen könnt, steht eine Korkplatte hier links. Ja, das ist das Problem, steht das links eine Korkplatte über. Dadurch hat der ein bisschen Übergewicht und kippt mal gerne nach hinten. Da muss ich hier unten später noch ein Gewicht reinballern, damit das ein bisschen besser ist. Ich hoffe, spielerisch wird das kein Problem sein. Die Base ist ja ganz klar zu sehen und das, was hier übersteht, ja. Wenn sich also irgendjemand beschweren sollte, ich glaube, das zwar nicht, aber dann ist es halt so. Finde ich auf jeden Fall, sieht total geil aus. Dann habe ich den noch, der hatte ja nur einen Totenkopf hier in der Hand gehabt. Da habe ich noch ein Schwert gefunden. Ich weiß gar nicht, wo er es her war, aber auch in der Grabbelskiste. Leider ohne Knauf. Und dann habe ich hier einen grünen Knauf. Man könnte meinen, es wäre vielleicht von den Necrons irgendein ein Stäbchen. Zahnstocher. Transparente Zahnstocher in verschiedenen Farben habe ich hier auf meinem Basteltisch und da habe ich mir einfach das Unterteil vom Zahnstocher abgeschnitten. Das dient jetzt hier als Knauf für das Schwert. Ja, finde ich schon richtig cool. Man kann erahnen, wie der halt verschiedene Köpfe abschlägt. Hier habe ich noch einen Kopf. Ich glaube sogar. Ich sag mal gar nichts. Ich möchte der, ja, wer es weiß, kann es in die Kommentare reinschreiben, aber ich möchte es nicht sagen. Ich würde es nicht über meine Lippen bringen, aber wer es weiß, kann es gerne reinschreiben. Ja, ein abgeschlagener Kopf halt, ein Totenkopf in der Hand und hier unten liegt noch ein toter Space Marine. Ja. Ganz im Predatoren-Style.
ob es ein Crewed-Character wirklich so weit bringen würde, um verschiedene Köpfe von Space Marines abzuschlagen, wage ich zu bezweifeln. Keine Ahnung, aber ist auch egal. Es soll ja einfach nur ein cooles Modell werden. Ob es später im Spiel irgendwas macht, ob ich es überhaupt spiele, keine Ahnung. Hauptsache, ich habe wieder ein Modell weniger hier rumfliegen. Denn ja, das war ja auch diesmal wirklich mein Augenmerk, den Pile of Shame, wie beim allerersten Armeeprojekt abzubauen. Das gelingt mir bis jetzt ganz gut. Ich bin total stolz auf mich und freue mich schon. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Modell. Und das ist wenigstens ein bisschen größer, wie ich schon angekündigt hatte. Das wird nicht... Ja, ich zeige es euch einfach. Ich musste ein bisschen umbauen, denn die Empore, die da eben stand, der schwarze Block aus reinstem Marmor, der musste jetzt erstmal weg. Denn das Modell ist groß genug. Und das kann ich, glaube ich, ganz normal präsentieren. Ich fange mal an mit den Sachen, die hier zugehören. Und sobald ich das erste Teil hinstelle, wissen alle genau, was kommt. Und hier, zack, das ist das erste gute Stück, was zu diesem Modell gehört. Zack, das ist das zweite gute Stück. Und jetzt jeder weiß Bescheid. Er kommt von oben runter. Bam! Da, liebe Leute, ist der stille König, der Chef der Necrons, absolut geiles Modell, da gibt es ja gar nichts zu berichten drüber, über die Optik, da braucht sich, glaube ich, keiner beschweren. Super, super geil. Dann haben wir noch hier die beiden Dudes, die dazugehören. Die habe ich noch nicht draufgeklebt, denn da komme ich später sonst nicht zur Bemalung dran. Und hier ist er, der stille König, zack, noch ohne seinen Umhang. Der kommt auch noch drauf und dran, denn ich muss ja überall dahinter auch noch malen, völlig verrückt. Völlig verrücktes Modell, absolut mega geil. Ich freue mich voll darauf. Ich habe dieses Modell tatsächlich auch schon total lange und habe es aber nicht selber zusammengebaut. Ich habe das gekauft und der gute Darius, liebste Grüße gehen raus, hat mir das dann zusammengebaut. Ich hatte gesagt, boah, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, da sind so viele filigrane Sachen, da habe ich mich echt vor gesträubt, das zusammenzubauen. Der hat es aber wunderbar hingekriegt. Nochmal vielen lieben Dank. Und ja, es war, boah, ich glaube, irgendwie Anfang des Jahres 2023 oder so. Ne? Darius, wenn du hier siehst, schreib mal, wie lange das schon her ist, wo du das Teil zusammengebaut hast. Und so lange lag das eben hier auch im Schrank, in der Vitrine, nicht benutzt, nicht gebraucht. Und ja, ich denke, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um das geile Modell fertig zu machen. Ja, wie ihr seht, es ist nur zusammengebaut. Es ist nicht gebased. Er hat keine Grundierung abbekommen. Da wird noch eine Menge Zeit vergehen. Ich hoffe, ich kann das in diesem Monat fertig schaffen. Es wird knapp, denn der Monat ist auch wieder pickepacke voll. Aber wir machen, ne? Wer sich selber solche Ziele auferlegt, der muss mit einem guten Beispiel vorangehen und eben den ganzen Driss durchziehen. Nützt ja alles nichts. So, ich stelle jetzt nochmal hier den Crewed Captain oder was auch immer daneben. So. Das ist quasi jetzt, das wird die Ausbeute für diesen Monat werden. Und ja, wenn wir uns gleich das nächste Mal hören, dann sind für mich, ich weiß nicht, wie viele Tage verstrichen. Für euch, das ist ja der geile Vorteil im Internet. Ne? Zack, ein Augenschlag und schon, als wäre nichts gewesen. Und wie viel Arbeit da in Wirklichkeit hintersteckt, ja, das weiß ja von euch jeder. Ne? Jojo. Nützt ja nichts, was soll ich mich jetzt hier rumärgern darüber? Ich habe jetzt trotzdem voll Bock, die Teile zu bemalen. Werde euch gleich erzählen, wie lange ich wieder gebraucht habe. Und ja, wenn die beiden Miniaturen fertig sind, also ich sehe, zähle jetzt meinen stillen König mit einem Zip und Zap als eine Miniatur und den Crewed-Kämpfer auch als eine Miniatur. Also zwei Miniaturen. Hört sich erstmal wenig an für diesen Monat. Aber ich glaube, ihr wisst, dass es nicht wenig ist. Ne? Ja, wunderbar. Ich freue mich drauf. Wir hören uns gleich wieder. Und ich mache mich an die Arbeit. Und dann werde ich euch erzählen, wie gut mir das geklappt ist. Wo ich zufrieden bin, wo eventuell nicht. Ich habe schon im Kopf die Idee, wie der aussehen soll. Aber das ist immer so, ne? Manchmal sind ja auch das hier 30 cm. Ne? So, in diesem Sinne sehen wir uns und hören wir uns gleich. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, und wie angekündigt gerade, Freunde, ist ja der Zeitpunkt gekommen. Für euch nur ein minimaler Augenblick und für mich tatsächlich fast den ganzen Monat. Es war ziemlich knapp. Ich hatte natürlich viele andere Sachen noch zu tun.
Und da musste zwischendurch mal eine Pause eingelegt werden bei der Pinselei. Dennoch habe ich es geschafft, zum ja, richtigen Just in Time, so kurz auf knapp, ihr wisst, was ich meine. Sind die beiden Modelle fertig geworden. Und ich möchte anfangen mit dem, ich sage einfach mal, mit dem Crude Commander, mit dem Crude Seher, mit dem, wie auch immer, weisen, mit dem Predator halt. So, machen wir mal kurz. So, hier erscheint er nun. Boom. Tada. Ich bin eigentlich total begeistert von dem Modell, muss ich ehrlich sagen. Hätte nicht gedacht, dass der so gut aussehen wird. Was ich noch nicht gemacht habe, ist das Gewicht unten drunter. Also es kann sein, dass er gleich noch umfällt, wenn hier dieses Hightech-Profi-Equipment nach vorne fährt und hochfährt und mal in die Kamera fährt. Kann man das sehen? So, guck mal hier. Ist der geil? Ist der geil geworden? Ich nehme mal lieber in die Hand. Ah, ich finde den super gut geworden. Guckt euch das mal an. Ich habe meine Probleme so mit diesem. Ja, mit diesem Schimmer. Das ist ja auch irgend so ein Plasmaschwert, so ein Xenos-Schwert, keine Ahnung. Ich versuche das immer wieder, irgendwann gelingt es mir vielleicht. Ich muss dann wirklich mal mit der Airbrush arbeiten, habe ich aber immer noch nicht hingekriegt. Und jedes Mal den Grimm fragen, ob der mir so einen Schuss Airbrush hier drauf macht, das geht ja auch nicht. Deswegen muss ich damit leben, wie es ist. Erstmal ist aber okay. Ich denke, man kann ja ahnen, was es sein soll. Ne? Ich wollte ihn ja, wie gesagt, schön grün und dreckig und modderig haben. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Kann man das sehen? Ich drehe die mal ein bisschen. Ein bisschen Dschungel, hier ein bisschen Grün, verschiedene Grüntöne, verschiedenes Gras. Den Totenkopf, der immer noch in der Hand hält hier. Ah, super gut, super gut. Die Haare finde ich, also diese Dreadlocks, diese Xenos-Dreadlocks sind auch richtig gut geworden. Selbst, wie gesagt, selbst wenn ich ihn nicht spielen werde für irgendwas, wird er sicherlich einen Platz in der Vitrine bekommen. Ich finde dieses Modell einfach super. Hab schon überlegt, irgendwie eine Predator-Armee zu machen oder quasi solche Figuren nur als Crew zu nehmen. Ah, sieht super geil aus. Ich finde das super geil. Auch hier die Leiche. Kann man so sehen. Ich muss mal ein bisschen reindrehen hier. Ist alles ein bisschen hell und dunkel. Ich kann das. Sieht man das? Sieht man das? Ja, man kann es ja ahnen, ne? Muss das mal so halten. Hey, wie denn nur? So. Na, ist doch was dunkel hier, blöd. Ich muss es unter das Licht stellen. Die Leiche, die da liegt, auch super gut geworden. Ich gucke mal, ob ich was ranzoomen kann hier mit diesem Hightech-Equipment. So, muss ich mich eben konzentrieren hier. Zack, ja, guckt euch das mal an, das geht doch. So, wird da ein Schuh draus. Was hampel ich denn da vorher so rum? Ne? Ja, schön. Auch wieder ein bisschen Blut, was da runterläuft am Felsen. Der ja, Kreuzzug 2020 Marine, der da unten im Matsch liegt, der auch ja, ausgeweidet wurde oder auch nicht. Auf jeden Fall liegt der halbe Körper nur da. Der Rest von ihm ist leider verschwunden, abgeschlagen. Keine Ahnung. Ja, tolles Modell. Hätte ich nicht erwartet, dass das so gut aussehen wird. Hinten heraus. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo das Ding her ist. Es war ja auch in der Kiste, in so einer Gravelskiste, die ich bei eBay Kleinanzeigen mal gekauft habe. Ich schätze mal, also es wird sicherlich ein alternatives Modell sein von einem Spielsystem. Vielleicht gibt es da irgendwo im Internet was zu kriegen. Wenn ich da was finden sollte, vielleicht kommen da noch 10, 20 von diesen Kollegen dahin, dann werden es halt normale Crude, aber ich glaube, normale Crude stehen auf kleineren Bases, keine Ahnung. Bin völlig zufrieden mit dem Ergebnis. Wie es später mal gespielt wird, ob es gespielt wird, keine Ahnung, muss doch nicht so sein. Für mich eines der Highlights jetzt, dass so ein Modell, was aus dem Nichts quasi herausgekramt wurde, so gut aussieht. Muss ich mal so sagen. Muss ich echt mal sagen. Bin stolz auf mich und das wird sicherlich, ja, wenn es, wie gesagt, wenn es nicht zum Spielen kommt, trotzdem wird es zu den Tau in die Vitrine gestellt, weil das einfach ein cooles Modell ist, wie ich finde. Bin mal auf eure Meinung gespannt, wenn ihr das auch so toll findet wie ich. Sagt mal eure ehrliche Meinung, würde mich interessieren. Und ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen umräumen. Ich stelle ihn mal ganz kurz weg.
Denn wir haben ja noch ein Modell, diesen schweren Marmorblock. Oh, ist der schwer, schwupp, ist auch schon weg. Jetzt kommt das nächste Modell, da habe ich tatsächlich viel, viel länger dran gepinselt, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, als an dem Predator. Aber nichtsdestotrotz ist das auch Ergebnis hervorragend geworden. Ich stelle erstmal hier das erste Stück davon hier hin. Dann das zweite Stück. Ja, und jetzt kommt er. Er kommt runter, persönlich. Der König. Da ist er. Da. Ja, das ist meine Ausbeute für diesen Monat. Und ich würde sagen, auch der stille König, der ist fantastisch geworden. Das war wirklich eine Menge Arbeit. Viele, ja, nicht direkt Details, doch schon, aber auch viele Sachen, wo ich schwer rankam mit den Pinseln. War eine sehr gute Idee, die Kollegen noch nicht drauf zu kleben. Auch nicht diesen Mantel, der, ich habe den ganz unterschätzt, den Mantel. Ich dachte, der wird anders angebracht, als ich mir vorgestellt hatte. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und so, wie er geworden ist, finde ich ihn ganz gut. Ich versuche mal, hier das Modell mal zu drehen. So ein bisschen. Ja. Habe das natürlich alles versucht in den Necron-Farben, in Necron-Grün-Farben, wie meine Haupt-Necron-Armee ist. Ich habe noch die weißen Necrons. Ich habe zuerst überlegt, ob der eventuell auch komplett weiß werden soll, damit ich für die Weißen auch spielen kann. Aber die meisten Necron-Modelle, ich habe, sind halt grün-weiß. Und dann passt das ganz gut, so wie es ist. Zur Not kann ich den ja auch für die weißen Necrons nehmen, aber die weißen Necrons sind so, wie sie sind. Vielleicht kommt ja irgendwann mal, oder vielleicht spiele ich die weißen Necrons irgendwann mal zu den grünen Necrons als andere Dynastie oder so, keine Ahnung. Ja. Zuerst wusste ich nicht, wie ich den stillen König selber malen sollte, denn der musste ja sich auf jeden Fall abgrenzen von den anderen Leuten. Genauso wie auch die Boys, die daneben stehen. Ich musste irgendwie schauen, dass ich den anders hinbekomme. Nur Silber wäre, glaube ich, zu langweilig gewesen. Deswegen habe ich den so, ja, auch so in den Goldtönen bemalt, wie auch die Goldtöne bei den grünen Necrons allgemein sind. Ist ja eindeutig der Chef der Necrons und dementsprechend muss der auch so aussehen. Ich glaube, dass die Idee, die dahinter steckt, die passt ganz gut. Kann man gut sehen auf den ersten Blick, dass der auf jeden Fall was zu sagen hat. Genau auch wie hier die Jungs. Die sind im Prinzip auch ein bisschen anders, aber die könnten auch fast normal sein, weil die sind halt Silber mit den weißen Schultern, haben halt verschiedene Schulter, nicht Panzer, sondern wie heißen die? Abdeckungen, keine Ahnung. Jedenfalls das komplette Modell, es ist bombastisch. Auch eins der größten Modelle, die ich jetzt gemalt habe, als Einzelmodelle, so was man so tagtäglich spielt, natürlich außer Knights und Titanen jetzt nicht mit zugezählt, aber das ist ja ein normales Modell, was man wirklich in jeder normalen Liste spielen kann. Genauso geil wie halt die Primarchen, die Dämonen-Primarchen, den Angron, den ich bemalt habe zum Beispiel. Der ist ja auch super gut gewesen und viele Stunden habe ich dafür gebraucht. Und hier, ich habe jetzt die Stunden nicht gerechnet, es waren aber mehrere Stunden. Dementsprechend ist es auch genauso, fast den ganzen Monat habe ich gebraucht dafür. Ja, das war sportlich, diesen Beitrag vollzukriegen. Denn ja, es ist ja auch mittlerweile zum Glück schönes Wetter und da möchte man bei 35 Grad nicht im Dachboden sitzen und pinseln, aber ich muss es ja durchziehen. Nützt ja alles nichts. Ich bin auf jeden Fall auch hier total stolz auf mich. Mich würden auch eure Meinungen da interessieren. Eure ehrlichen Meinungen, ob ihr das zu grün, zu doof, zu blöd oder gut findet. Wisst ihr, nur mit ehrlicher Meinung und ehrlicher Kritik können wir und vor allem auch ich persönlich gut arbeiten, ja, umgehen sowieso, aber positive Kritik oder wo was verbessert werden kann, ist immer herzlich willkommen. Das betrifft nicht nur das Armee-Projekt, sondern auch jeden Battle Report, den wir machen, wo natürlich bei meiner Seite immer Fehler drin sind. Und wenn ich da auf Spielfehler oder auf irgendwas drauf hingewiesen werde, weil ich vergessen habe, aus jedem Fehler kann man nur lernen. Kann ich nur oft genug so sagen. Ja, das sollte sein. Ich habe jetzt, glaube ich, viel zu viel gelabert. Ich stelle jetzt hier nochmal den Predator daneben. Das ist meine Ausbeute für diesen Moment, für diesen Monat
Und ich hoffe, euch gefällt das genauso wie mir. Also ich klopfe mir da nochmal auf die Schulter. Ich habe da richtig Spaß an den beiden Modellen im Prinzip. Es sind ja mehrere Bases. Gehen wir jetzt mal von den Basen aus. Sind es ja vier Bases, also vier Modelle. Obwohl, ja, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall bin ich da hochzufrieden mit. Ich freue mich jetzt auf die Beiträge wie Bolle, denn ich weiß ja wieder nicht, was die anderen gemacht haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich meinen Beitrag vorgespult haben, denn ich weiß ja, was ich gemacht habe und werde mir jetzt an dieser Stelle angucken, was die Jungs machen oder gemacht haben. Bin sehr gespannt. Bedanke mich für euer Zuschauen und ich sag mal, wir hören uns im nächsten Monat bei der nächsten Hobbyvorstellung, beim nächsten Malvideo. Da wird es wahrscheinlich auch was Schönes geben. Ich habe da schon ein paar Sachen rausgesucht. Bin mir noch nicht genau sicher, was ich da machen werde. Das eine oder das andere oder vielleicht ganz was anderes. Lassen wir uns einfach alle überraschen. Ich verabschiede mich mit einem Heiter weiter und freue mich auf die neuen Beiträge. Ja, hallo liebe Freunde von Kreuzzug 2020. Auch von mir kommt in dieser Woche ein neues Video und mein Armeeprojekt für dieses Jahr schreitet in großen Schritten voran. Man könnte schon fast sagen, ich bin schon fast fertig für dieses Jahr und es ist erst Juni und oder Juli. Und ja, ich zeige euch mal, was ich bemalt habe. Ich hatte zwei Trupps Todeskompanie bemalt. Die Leute, die bei mir auf dem Channel unterwegs sind, haben das in meinem Hobby-Update auch schon gesehen. Aber für euch präsentiere ich die nochmal in Gänze. Also 20 Todeskompanisten habe ich hier bemalt. Auf der linken Seite, das sind die klassischen GW-Modelle, die Old Marines. Und auf der rechten Seite, das sind die Jungs von der Horus Heresy, die ich umgebaut habe, weil die ja normalerweise auf ja so Flugbases stehen. Und den habe ich diesen Flugbase-Knüppel da, den die da unterm Hintern haben, abgeknipst und habe die direkt auf die Base geklebt. Ja, und die Jungs sind jetzt also fertig geworden in diesem Monat. Das heißt, in ein, zwei Wochen wird das erste Spiel anstehen mit den Boys. Ich gucke mal, ob sie mich enttäuschen oder ob sie mich überzeugen. Ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt. Es war super viel Aufwand, die ganzen Dudes alle zu bemalen. Deswegen hoffe ich, dass sie auf der Platte so richtig hart eskalieren werden. Ich zeige euch einfach mal einen Typen von Namen, dass ihr mal seht, was ich da gemacht habe. Ja, die haben also alle so einen E-Hammer. Und ich habe einfach gemalt, wie die im Internet aussehen. Ich habe mir die auf der Homepage warhammer.com angeschaut und habe die genauso angemalt. Die müssen relativ ähnlich sein zu den Minis von der Homepage. Ja, das Einzige, was bei mir vielleicht ein bisschen anders ist, ich habe die sehr used bemalt, also sehr viel gebürstet drüber, Battle Damage drauf getupft und sowas. Vorne der E-Hammer natürlich mit in Blut getränkt. Also das sind wirkliche Todeskompanisten, das sind nicht irgendwelche Larrys, die sich ihre Rüstung polieren, keine Ultramarines oder irgendwie sowas, ne? Sondern das sind so die richtigen Todeskompanisten von den Blood Angels. Ja, und auf der anderen Seite zeige ich euch mal nochmal einen von den Forgeworld Dudes. Also, wen fischen wir denn nochmal raus? Nehmen wir mal den hier vorne einfach, ne, den. So. Die sind also gekennzeichnet dadurch, dass die ein anderes Sprungmodul hinten auf dem Rücken haben, so ein dreiteiliges Sprungmodul. Richtig fett, einfach zwei so Steuerdüsen und einer, um richtig hoch zu hüpfen. Und wie man hier so sieht, die sind so, dass die auf ihrem Schal, auf ihrem Umhang unten balancieren. Ne? Also darf man sich nicht von hinten angucken. Ansonsten sind die gerade im Sprung begriffen, genau wie die anderen auch. Hammer haben die natürlich auch am Start. Und so einen komischen Granatwerfer von der Horus Heresy, ja, ganz okay, denke ich mal. Ne? Das Einzige, was man sagen muss, so wie ich sie ausgerüstet habe, kann man sie tatsächlich nicht spielen. Man kann sie höchstens mit der E-Faust und einer Waffe, Fernkampfwaffe noch führen. Ansonsten sind die eigentlich alle so wie dieser Typ hier vorne. Die haben einfach nur einfach einen Hammer. Ne? Ja, gut. So sieht das Ganze aus. Was ich jetzt gerade am Bemalen dran bin, sind meine ganzen Hakus. Ich habe noch insgesamt 6 Hakus offen, die ich bemale und die kriegt ihr im nächsten Video präsentiert. Da ist Lematis dabei, da ist Astorat dabei, da ist ein sanguinischer Priester dabei, das ist ein Chaplain am Start. Der Sanguinor höchst selbst ist auch dabei. Also da ist einiges zu bemalen und wenn ich die bemalt habe, dann kann ich meine Armee das erste Mal spielen. Weil ihr wisst ja, ich habe ja schon die Red Wolves alias Red Blood Angels im Schrank. Da sind diverse Typen mit Sprungmodulen, was auch immer. Und dann werde ich die auf die Platte führen und so richtig hart rumrödeln.
Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ihr guckt natürlich gerne auch immer bei mir im Hobby-Update rein. Dann seid ihr noch ein bisschen mehr up-to-date. Das kriegt ihr hier wöchentlich von mir verpasst. Und viel Spaß mit den weiteren Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V und bye mit I. Ja, hallo liebe Freunde der gepflegten Armeeaufbau-Unterhaltung. Hier spricht wieder der René von Daka Daka TV mit seinem ja diesmonatigen Update zum Armeeprojekt hier auf Kreuzzug 2020. Ich habe weitergemalt, ich war fleißig und ich habe eine wichtige Einheit bemalt für die Armee. Warum sage ich wichtig? Ja, ist eine sehr gute Standardeinheit inklusive einem Charaktermodell, welches die anführen kann. Und meistens wird der auch sehr gut für die Armee ist und für die Einheit. Die Rede ist von den guten Immortals. Ihr seht es, ich habe 10 Immortals mit Gauss-Waffen bemalt. Ich habe ein Overlord dazu, quasi der Armeegeneral höchstpersönlich, ist auch fertig. Schon im quasi zweiten Schritt, richtigen Bemalschritt. Ja, was habe ich, wie viele Punkte habe ich bemalt? Die Immortals kosten 150 aktuell und der Necronlord 85 macht roundabout 235 Punkte. Ganz ehrlich, mit einem Enhancement oder so dabei sind wir bei 250, was für einen Monat und ein Armeeaufbauprojekt ein guter Wert ist, meines Erachtens. 235 plus 300 plus 450, ja, dann habe ich jetzt auch schon einige Punkte zusammen, ne? Das ist 300 plus 500, ne, Quatsch, 450, ne? 450 plus 235 macht 685 Punkte. Nicht schlecht, also fast 700 Punkte Necrons habe ich schon bemalt, das kann sich absolut sehen lassen. Ich zeige hier auch mal ein paar Necrons vom Nahen. Habe ich mir wie immer Mühe gegeben. Ist eine sehr einfach zu bemalende Einheit, aber auch eine. Man kann da auch viel rausholen. Wie ihr das seht, ich habe hier schön in die Vertiefungen mit weißer Panel-Liner-Farbe von AK, glaube ich, oder so. Habe ich die Vertiefung bemalt, die ist dann so schön da reingelaufen und dann habe ich Tesseract Glow drüber bemalt und das sieht, finde ich, richtig schön aus. Das habe ich auch mit diesen ja, Munitionsdingern da gemacht. Da habe ich auch nochmal dasselbe Verfahren angewandt, habe ich aber weiß angemalt, ganz mit ganz normaler Farbe und die dann auch noch mit der Farbe bemalt. Ja, glühende Augen haben wir. Wir haben den bronzenen Brust Skarabäus sozusagen. Ja, und sonst ist der wie immer schön gebürstet, Standard Necron blank, hätte ich jetzt gesagt, ne? Nichts Besonderes sozusagen, aber das sind halt auch Necrons, ne? Ich hätte jetzt auch noch das Kabel so hell leuchtend machen können. Das habe ich mir tatsächlich gespart. Ich dezente Highlights mit den glühenden Waffen, das finde ich total schön. Und mit den Augen, Necrons kommen so ein bisschen über die Masse, ne? Ja, gucken wir uns nochmal das Charaktermodell an. Der Necronlord hier aus der vorletzten Starterbox, ja, mit dem Tachyon-Pfeil. Auch hier Leuchteffekt, ne? An der Hand. Hinten auf dem Rücken hat er auch noch so Dinger. Finde ich, ist auch sehr schön geworden. Ja, auch hier wieder die Phasenklinge mit dem bekannten Effekt, der auch bei den Necron Destroyer gemacht worden ist. Hier habe ich so ein bisschen das Gold so in Grün ausfaden lassen. Auch relativ schlicht die Bemalung, aber effektiv. Base-Gestaltung mache ich komplett zum Schluss. Was habe ich mir so vorgenommen? Wird auch keine mega wilde Base-Gestaltung werden, aber ich mache die dann immer bei so Armee-Projekten. Meistens, ja, vielleicht mache ich die auch zwischendurch, wenn ich so 1000 Punkte habe oder so. Ist ja, dass ich so einen Arbeitsgang wirklich, dass das alles gleich aussieht und so, ne? Ja, 685 Punkte. Wir haben Sommer 2024. Bis zum Winter haben wir noch Zeit.
Das bedeutet noch so 2-3 Updates in der Größe wird es sicherlich noch geben von meiner Seite. Dazu natürlich auch noch ein paar Necron-Krieger, so Standardeinheiten brauchen wir noch. Wir müssen noch ein bisschen schießen. Da werde ich vielleicht die Dominator-Schreiter anmalen. Das lässt sich auf jeden Fall gut an. Ich hoffe, euch gefallen meine Necrons bis jetzt das Update auch von diesem Monat. Wenn ihr Bock habt, guckt doch auch einfach Ende nächsten Monats wieder rein oder auch Mitte des Monats. Da kommt die zweite Rutsche von den anderen, die in die zweite Rutsche gewandert worden sind. Lasst Comments da, motiviert uns, motiviert die Jungs, motiviert mich, dass wir dranbleiben am Armee-Projekt und dann werden wir das richtig gut wuppen. Viel Spaß noch bei den anderen Beiträgen. Euer René von Dakadaka TV. Hallo Freunde, hier ist wieder Patrick mit seinen Jeans-Dealern. Ja, wie ihr es vielleicht hört, fetter Schnörgel hat mich erwischt. Ich bin total verrotzt, verschleimt. Aber das hat mich nicht aufgehalten, dieses Video aufzunehmen und die nächsten 200 Punkte zu bemalen. Hier seht ihr nochmal die 5 Aberranten und den Abominanten aus dem letzten Monat. Und dazu kam jetzt hinzu... Bup. 5 Metamorph-Hybriden. Zusammen 80 Punkte. Ich fand die Modelle ganz geil. Sind jetzt nicht die Akolith-Hybriden. Ich hol's mal was näher ran. Ja, die sind gerade eben fertig geworden. Wie immer. Und da dachte ich mir, nehme ich sie mir direkt aus meinem Malkeller an. Ja, ich finde, die sind mir ganz gut gelungen. Ich hol mal einen näher ran. Man sieht sogar die Farbe noch an meinen Fingern. Die mit dem Banner noch. Und hier habe ich dann eigentlich genauso gehandhabt wie bei den Abominanten und den Aberranten. Ziemlich simpel, ein bisschen Pasta auf die Base. Bisschen Farbe drauf, Tufts drauf und dann ist das gut. Aber da das zusammen noch nicht 200 Punkte sind, sondern 80 Punkte laut GW-App, habe ich noch für 120 Punkte tada, meinen Goliath Rockriner bemalt. Ich finde das ein geiles Modell und wie ihr seht, ich konnte es mit dem Grün nicht lassen, also habe ich Grün Rockgrinder bemalt. Weil Grün ist immer gut, als jeder, der mich kennt, weiß. Dark Angels Orks sind meine Fraktion, also irgendwas Grünes musste dabei sein. Finde ich mir auf jeden Fall auch für meine Verhältnisse gut gelungen. Ja, das sind zusammen genau 200 Punkte. Ich hoffe, sie gefallen euch und ja, heute jetzt kann ich nicht ganz so viel erzählen. Wie gesagt, Stimme lässt auch ein bisschen nach. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Spaß an den anderen Beitrag. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick.